Hosted by Master Clock. Hosted by Master Clock. Master Clock.
Hosted by Master Clock. Hallo und willkommen hier in Afterwork Motorsports TV Studio Nummer 3. Ich bin euer Master Clock und mache den Stream hier für Liga 10. Außergewöhnliche Uhrzeit. Ja, wir bereuen das sehr hier bei Afterwork Motorsport. Uns fehlt halt einen festen Streamer hier für Liga 10. Habe ich mir die Aufgabe genommen, sage ich, streame das nach immer donnerstags, weil wenn ich, so wie in dieser Woche hier Spätschicht habe auf Arbeit, kann ich nicht fahren und kann ich jetzt auch nicht normale Primetime, also so ungefähr 20 Uhr streamen. Hallo Gorok. Also deswegen jetzt hier schön Mittagszeit, gerade hier, wo die Mittagspausen vielleicht starten, hier zwischen 12:30 und 12:30. Hat man ja gar nicht so die Möglichkeit, hier bei mir in das Studio reinzugucken. Gleichzeitig mit, fangen wir auch gleich an, mit das Rennen zu streamen. Qualifikation habe ich nicht gefunden, konnte ich leider nicht umändern. So, das, was ich gemacht habe, ich setze mal erstmal so, dass wir die Leute gucken, ob die da sind. Jo, die stehen schon alle aufgereiht, Fuß auf dem Pedal, die sind alle bereit. Und das, was wir machen, ich kann jetzt hier auf den, wenn ich den ja, das ist vormittags oder Mittagszeit. Also, wenn wir jetzt auf den großen Game oder große Schirm reingehe, gehe ich schnell durch, so dass man sehen kann, wer auf welche Platzierung steht, so dass man halt erstmal ein bisschen die Ergebnis vom Qualifikation kriegen kann. Liga 10, ein Mix-up von ein bisschen älterer Teilnehmer, die wieder zurückgekommen sind. Das sind auch ein paar neue dazu. Ich weiß auch vom Hören, Sagen und von anderen Rennsituationen, das sind auch ein paar schnelle Jungs dabei. So, wir tun uns das Bestes und damit bin ich eigentlich so weit. Oh, mein Chef hat gelogen gesagt, guten Morgen Chef, na, auch Mittagspause. Ja, wie gesagt, ich bin bereit. Ich habe jetzt eine neue Lampe gekriegt und den probiere jetzt auch aus, aber wegen Verspiegelung im Brille kann ich das leider nicht ändern. Ich bin noch am Rumbasteln, bis das Richtige so
dass es richtig passt, so im Endeffekt, dass es keine Verspiegelung kommt. Wenn ich hier in Studio 3 sitzen darf, weil Studio 1, das ist ja unser Chef, Studio 2, das ist, wie gesagt, das ist Ghost, also Fury Ghost, wie er eigentlich heißt, der da immer Liga 1 streamt, jeden Mittwoch. Und Studio 3, das bin ich. Von Studio 3 wird meistens immer sowas wie das hier gemacht, einen kleinen Nachstream. Oder ich streame halt verschiedene Events, vor allem unsere 4-Stunden-Events. Genug davon, jetzt hüpfen wir rein und gucken, wie das so aussieht hier bei Liga 10. Ganz schnell gehen wir hier rein und somit habe ich alles hier bereit, wie Sie sehen kann oder wie ihr sehen kann. Sir Mato steht auf Pole. Dann haben wir drei Bigs, habe ich ihn früher immer genannt, von Best Position Racing. Und dann haben wir Galaxies auf Platz Nummer 3, Chateau Tai auf 4. Wir haben The Greek auf 5, Sanchez Gone auf die 6. Dann haben wir Mr. Weed, also Dexys Weed auf die 7. Wir haben Arena Racer auf die 8. Wir haben Schnapper auf Platz Nummer 9. Alexandrox konnte sich auf Platz 10 qualifizieren. Und dann Afterwork Motorsport-Mitglied Harry Six ist auf Platz Nummer 11. Und wir haben Andy von Team TEC. Der ist auf Platz Nummer 12. 12 Fahrer, 3 Absagen war das diesmal in hier in Liga 10. Und damit haben wir 12 Fahrer am Start. Und ich sehe das mal so. Kurz gucken wir gerade rein, was außergewöhnlich ist. Wenn Sie unten links auf den Schirm hier gucken, sehen ihr, dass der Pole-Sitter mit Medium-Reifen anfängt. Außergewöhnlich, wenn man da vorne steht und man mit diesem Nachteil eigentlich starten möchte. Hallo Mystic. Das wundert mich ein bisschen, dass er den Chance gibt. Da bin ich gespannt, wie er da hinten raus das alles halten kann. Natürlicherweise habe ich ein bisschen geguckt und der andere, der auch auf Medium ist, ist Anditech. Alle anderen fahren super weich, also Race-Reifen super weich. Aber Anditech, der ist auf Medium und Sir Mato ist auf Medium unterwegs. So, ich würde sagen, Bühne frei. Wir hüpfen mal gerade rein hier auf Platz Nummer 6. Da hatte ich ein ganz gutes Bild, habe ich rausgefunden. Und dann starten wir das Ding. So, Starterfolg gleich. Leider können wir die Lampe nicht erzählen, weil es eine Wiederholung ist. Kann man auch nicht auf die Lampe ausgehen, weil der ist hier immer grün. Aber gleich geht's los. Jetzt ist es Erfolg. Leicht schlechten Start hier von 3 Bigs. Da gehen wir gerade mit hin und dann wird es eng hier hinten. Jetzt kommen die rum. Wir gucken noch gerade hier, müssen noch weiter hin und gucken, ob alle hier klar durchkommt. Bislang noch keine große Rängeleien. Alles noch sehr human, diese Zeit hier. Einstellung auch noch hingekriegt. Sehr diszipliniert für Liga 10. Alle bleiben, keine Schubser, keine Rempler an den Art. Alle wissen, Perlschuhe fahren die jetzt hier runter. Von Dragon Trail, Crystal im Quatschen. Hier, das ist diese trickige Stelle, da muss alles passen hier hin zum diesen Punkt. Da bin ich gespannt. Ja, Andy, dass du andere Taktik hast als die anderen, das kann ich nachvollziehen. Aber wenn man hinten steht, muss man auch manchmal auf Risiko gehen. Aber dass der vorne auf Medium gestartet ist, also hier der Samato, der ist jetzt auch ein bisschen benachteiligt. Hat schon sein Pole verloren und Galaxies haut erstmal ab vorne. Hier erstmal durch die Todesschikane wieder auch genannt wird, also Hafenschikane. Bislang kamen alle da glatt durch, noch ist keiner hier mit Schaden. Oh, drei Bigs mit volles Rohr. Was ist denn da passiert? Gucken wir, ob wir den noch einfangen kann. Volle Möhre in den Wand rein. Ja, das ist nicht gut. Das kostet echt Zeit. Also, da fliegt er voll nach hinten. Aber Gott sei Dank ist der Weg zum Box nicht so weit von diesem Hafenschikane. So, wir gehen dann wieder nach vorne. Galaxies 1, 43 auf den Opening Lap. 44,5 für Somatum. Der muss auch ungefähr die Sekunde langsamer sein mit diesen Medium-Reifen. Chateau Tai und Little Creek battlen hier so ein bisschen ob Platz 3, 4. Der lachende Letzte, das wäre hier vielleicht Mr. Weed oder Dexys Weed. Alle Hände klappt dahinter und versucht da irgendwie vorbeizukommen. Ups, Daten müssen wir reinhaben, dass man das sehen kann. Also Runde Nummer 2 hier.
in Liga 10, Afrika, Multisportliga. Das ist das, was jetzt unterwegs ist. Ich gucke mal gerade, ob ich eine andere Kameraeinstellung finden kann. Nee, das will ja nicht so richtig. Da gehen wir in den Cockpit rein, das war nicht das, was wir noch wollten. Normalerweise sollte da noch so ein extra Pin sein. Das ist alles in variablen Sortierungen. Kann ich leider nicht ändern. Also müssen wir mit die Kameraeinstellung verleben, dass die ja. Hier ist noch ein kleines Battle hier von The Greek, Dexy Speed und ja, Arena Racer kommt jetzt so langsam auf die 2, 3, 4 und 5 ist jetzt hier in so einem Pool. Kommen wir alle durch die Hafenschikane diesmal. Hart an der Wand touchiert, aber keine Schaden am Auto. Wir gucken weiter hinten. Dexis hat so ein bisschen Anschluss zu den vorderen Leute. Arena Racer kommt hier. Da haben wir jetzt auch einen kleinen Battle. Sanchez hier in den Atenza und den Nissan. Leichte Berührung, passierte nichts. Ja. Der Nissan ist ja halt so ein geradeaus fahrendes Auto. Der kann quasi richtig fett geradeaus fahren, aber dafür mag er halt nicht so richtig diese Kurven. Dexys Reed in der Box. Splitterschaden, Frontsplitterschaden vorne. Der hat schon gewählt, jetzt schon zu reparieren in Runde 2 und wieder raus. Reifen und er ist auf Medium-Reifen gegangen. Ja, er ist jetzt auf Medium gegangen. Also 5 Runden muss er da mindestens fahren in einem Rennen. Und er ist in Runde 3 damit rausgegangen. Dann gucken wir uns das ein bisschen an, gucken, was der Bix macht. Der kommt erstmal rein. Das hatten wir so ein bisschen im Auge, wo er ist und was er vielleicht drauf macht, dass er halt seine Strategien ein bisschen umändert. In der Zwischenzeit gucken wir hier Harry Six und Alexandrox kämpfen hier auf Platz Nummer 8 und 9. Keine Bange, Jungs, wir gehen auch beide runter. So, die 3 Bix ist auch auf Medium gegangen, auch in Runde 3. So, dann können wir jetzt ein bisschen aufzählen. Also vorneweg, die Flucht nach vorne muss er auch machen, weil er hat die weichen Reifen drauf. Sermato auf die 2 hat Medium, kann sich hier immer noch halten. Das ist aber, das ist eine flotte Musiknummer, das zu machen, dass er sich hier vorne halten kann. Und da hat Chatotai hier in komplett orange AMG und ob super weich, dass er das die Lücke da nicht zuknallen kann und auch noch vorbeiziehen von Sermato. Sagt nur ein bisschen davon aus, wie schnell Sermato eigentlich ist. Also wenn der erstmal auf die Superweich kommt, dann kommen die Glocken, sagen Ding Dong, irgendwann niedriger 1,35er. Jetzt haben die ihn geschnappt, aber der ist schlau. Der bleibt innen, macht die Lücke zu und somit kann man nicht überholen. The Greek profitiert auch diesmal nicht, aber der versucht das. Ja, also dass Sermato die beiden hier auffällt, ist... Das sieht man. Aber die sind noch nicht so. Die haben noch keine Lücke gefunden, wie die ihn in. Wie die so eine kleine Öffnung kriegen kann, wo die sich reinsetzen kann. Weil die können halt hauchspäter bremsen und sich daneben machen. Aber wenn er die Lücke zumacht, hier verlieren die auf dem BMW. Außergewöhnlich. Medium-Reifen und der ist viel schneller in dieses Geschlängel da, obwohl er eigentlich schlechter Haftung haben soll. So, Hut ab für Sermato, was er hier macht mit seinem Ding. 37,7, 37,2 kann er fahren. Da bin ich schon. Entschuldigung. Da bin ich schon etwas beeindruckt. Kriegt er gerade einen Schluck Kaffee in den falschen Hals? Boah. Aber zurück zur Normalität. Also, da hat man noch ein bisschen Auge. Sermato 2, Chatotai. Auf die 3, jetzt unter Druck hier von The Greek. Macht er den jetzt innen rein? Nee, hat er. Der traut sich da nochmal den letzten Meter rein. Beim Rausbeschleunigen kann der AMG richtig gut ziehen. Also da hat er mit seinem Corvette nicht den großen Vorteil, gerade beim Rausbeschleunigen. So, Sanchez auf 5 mit den Atenza. Auch eine flotte Hausnummer. Der Atenza, das ist ja auch so ein richtiger Kurvenkratzer, der frisst die Kurven auf vor, dass du überhaupt da reingekommen bist, bist du schon wieder durch. Aber dafür fehlt ihnen an Power beim Start und halt Endgeschwindigkeit. Aber Sanchez Gon macht hier eigentlich eine respektable Arbeit damit mit 36,7 in Runde Nummer 3. Das ist auch nicht schlecht. Schnapper, ja, der muss noch ein bisschen üben. Mit 38,8, 38,4, 38,0 hat er gefahren. Hier mit dem Nissan, wir haben Harry, der fährt
42er und 40er Zeiten mit den Estern. Dexys auf Platz Nummer 8. Liegt in einem guten Maß, das sind gute Rundenzeiten hier. Die liegen nicht allzu weit auseinander. Handicap hat einen schlechten hier mit 43,2. Das ist ein üble Ding, da muss ein Fahrfehler drin gewesen sein. Oder der ist in der Box gewesen. Nee, das kann auch nicht sein mit 41,9. Naja, Arena Racer mit Medium-Reifen war auch in den Box. Dreibix sowieso in den Box, nachdem er den Einschlag hatte auf die 11. Alexandrox auch auf Medium. Also, wir haben ein paar Leute jetzt auf Medium mittlerweile. Außer Galaxies, der muss sein Hausarbeit machen. Minimum die ganz tiefen 36er muss er halten. Flucht nach vorne. Chatetai ist jetzt vorbeigekommen an Zermato. Jetzt sind die beiden. Oh, da hat auch einen Heckschaden. Kann ich das noch irgendwie einfangen? Ich probiere das mal, aber ich glaube nicht. Nee, das sind die schon vorbei. Gehen wir zurück. Finden noch hier, ob ich noch einen Haufen länger kriegen kann. Ah, das sind die schon vorbei. Schade. Habe ich nicht mitgekriegt. Tut mir leid, Leute. Das war halt ein Versuch. Aber mit Heckschaden. Wir wissen, dass bislang konnte er immer im Tempo gehen von The Greek und Chatotai mit Medium-Reifen drauf. Aber jetzt mit einem Heckschaden, aber dafür ein bisschen Windschatten. Wir halten das ein bisschen im Auge. Ja, Mahlzeit. Zermato, jetzt kannst du das auch live sehen, was du gestern noch abgeliefert hast. Ich bin gespannt, wie das am Ende rausgeht hier. Da bin ich schon echt gespannt. So, Sanchez Gorn immer noch auf 5 hier mit seinen Atenza und macht die Lücke zu, so langsam für die Leute hier vorne. Der kommt da näher. 37er und 38er. Was hat er? Nur 36er und 37er. Also, Sanchez Gorn macht noch die Lücke zu. Bin gespannt. Schnapper mit Supersoft-Reifen drauf, 38er Zeiten im Schnitt. Da hat seinen Rhythmus und den muss er nur halten. Kommt er hier durch die Schikane? Ja, das ist ja so ein 200% sicherer durch die Schikane. Da schmeißt er auch knapp eine halbe bis, wenn nicht eine ganze Sekunde weg. Und daher weiß man, wo seine Rundenzeiten liegen geblieben ist. Galaxies, willkommen im Stream. Harry auf die 7, hier mit seinen 40er Zeiten. Jetzt hat er seinen Rhythmus gefunden, fährt auch sehr safe und sicher durch den Schikane. Dexys mit Medium-Reifen kann sein 38er Zeit jetzt langsam wieder abrufen. Arena Racer, ja, struggelt noch ein bisschen am Arbeiten mit seinen Rundenzeiten zu finden. Drei Bigs von Best Position Racing, ja, der hat noch ein bisschen Arbeit vor sich, nachdem er den Schaden hatte vorne. Das war also Alexandrox, kämpft sich zurück ins Leben, hätte ich fast gesagt, aber mit solchen Kurveneinlagen kostet das nur Zeit. Ja, die Medium-Reifen, die Medium-Reifen, die Medium-Reifen. Da muss man kämpfen. 12 hatten wir, einer hat den Dings verlassen, sehe ich jetzt gerade. Ja, ist leider so. Das ist diesen Disconnects, was manchmal passiert. Und der Streamer kriegt das einfach nicht mit, weil urplötzlich hat nur einer. Und jetzt, wenn es eine Wiederholung ist, kommen die ganzen Chatverläufe auch nicht rein. Wenn einer in den Lobby rein oder rausgeht, sieht man dann leider nicht mehr. So, 7. Runde ist jetzt im Gange. Galaxies vorne. Macht alles, was er machen muss. Er weiß, da kommt Druck von hinten, wenn Zermato erstmal auf die Supersoft kommen. Und dann ist er wahrscheinlich dann auf die Medium. Und dann ist die Rechnung, wer war am schnellsten, auf welcher Reifen. So, ja, so ist es halt. The Greek versucht jetzt auch Luft zu machen. Man sieht auch jetzt nur plötzlich eine Sekunde schneller pro Runde mit 37,1 statt 38,1. Das ist halt die Supersoft hier auf Track and Trail im Vergleich zu den Medium-Reifen. Es ist und bleibt irgendwie so die schnellste Variante. Medium und Supersoft. Weil, ja, man kann auch Soft gehen. Die halten den Hauch länger, aber nein. Also, Nummer 1 ist immer noch den weichesten Reifen im GT Sport zu fahren, bis so lange wie möglich, bevor man auf den Medium geht. Quasi. Das ist halt irgendwie so, irgendwie das, was so richtig ist. So, wir gucken weiter hin. Chatetai versucht da mitzuhalten, mit dem Ding ist noch schneller auf eine Runde. Sanchez jetzt erst auf die 4, Mato jetzt runter auf die 5. Also Sanchez Gon hat ihn jetzt aufgefressen. Klar,
ein Kurvenfresser weiche Reifen mit einem kurvenangenehmes Auto, aber auf Medium. Das muss schneller gehen mit diesen Atenza, der muss das einfach. Also das wäre super schade, wenn er hinter dem 6 eigentlich hängen würde, weil da hat viel, der kann einige Meter später bremsen und er kann härter einlenken als der M6. Der M6 ist ja jetzt gerade benachteiligt wegen seinen Reifen, dass er jetzt gestartet hat. Ich finde es mutig, dass er das genommen hat. Einfach auf diesen Medium-Dinger da abzurocken. Ich meine, 10, 11 Runden muss man darauf fahren und dann kann man halt die Stints aufteilen auf die Supersoft. Sanchez geht, nee, das ist Mato, der geht jetzt schon rein nach 9 Runden. Oh, und mal gucken, der hat auf jeden Fall sein Mediums abgerockt. Schnapper auf die 5 dadurch. Mato steht jetzt noch in der Box. Harry kommt eher vorbei. Kommt ein bisschen unter Druck von Dexy Sweet. Nee, noch nicht so richtig. Aber kann dieser Mato da oben, noch steht er. Der wird getankt. Ding, 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 ding. Jetzt fährt er raus. Die beiden Jungs sind quasi vorbei. Nee. Das wäre ein Dreier-Battle hier auf Ende der Strecke. Ups. Dexys ist auf Medium. Geht außen rum von Harry. Harry auf Supersoft. Da muss er das Auto ein bisschen mehr lenken hier. Samato ist auch noch mit in den Game reingekommen. Und der hat jetzt frisch vollgetankt und Supersoft drauf. Jetzt heißt es für ihn Marsch nach vorne. Das ist, was er machen muss. Natürlicherweise mit dem Kopf auf dem richtigen Ende vom Körper sitzen zu halten, sodass man den auch einsetzen kann. Und dann einfach nur eine Runde nach der anderen abspulen mit so einer Uhr, sodass er hier, der hier, das ist sein Ziel, Galaxies. Das ist den, das er auffangen muss. Galaxy läuft mit seinem Uhrwerk ein bisschen langsamer hier hinten raus, die letzten zwei Runden. Drei Runden jetzt von 36 zu urplötzlich eine halbe bis knapp eine ganze Sekunde langsamer. Innerhalb zwei Runden. Und er hat nur den 10. Also strategietechnisch meine ich, man muss auf jeden Fall die 12, 13 Runden auf die Schlappen halten. Das muss man machen. Sonst muss man voll zu lange auf diesem Medium fahren. Aber wir werden es ja sehen. Hinten raus sind wir alle klüger. Irgendwas passt hier nicht mit diesen Einsätzen hier. Aber das kann auch sein, dass es, weil es eine Wiederholung ist, dass unser Schirm hier dann nicht passt mehr. Mit da, wo die verschiedenen Zeiten stehen sollen. Da müssen wir noch mit dem Chef drüber reden, dass wir das vielleicht noch anpassen müssten, wenn wir eine Wiederholung machen. Dass wir das, die Dinge auch noch angepasst werden. Ich sehe gerade, es sieht doch total schief aus. Naja, okay, gut. Zurück zum Rennen. Das ist ja nochmal das schwarze Band da oben noch steht, wenn das nicht da wäre, hätte das alles gepasst. Aber dadurch, wie gesagt, Jungs, das ist eine Wiederholung. Von daher sieht es leider so aus, wie ihr das hier habt. So, Galaxy ist immer noch auf 1. The Greek auf 2 mit 37er Zeiten auf Supersoft. Das ist halt nicht das Gelbe vom Ei. Tut mir leid. Da muss noch ein bisschen Bums und dann auch noch in der Corvette. Muss ein bisschen mehr kommen. Chateau-Thai. Da muss ich mich auseinandersetzen, wie das ausgesprochen wird, dass man das in Zukunft auch richtig sagen kann. Auf die 3, auch mit Supersoft und AMG. Auch die 37er Zeit im Schnitt. Sanchez kann denselben Speed mitgehen mit ein unterlegeneres Auto. Nicht schlecht. Aber der ist immer noch dabei. Schnapper auf die 5. Da fehlt noch ein bisschen Streckenkenntnis, wenn ich das so frei sagen darf. Mal mit 38er Zeiten, Supersoft und Nissan, da müsste die 36er kommen. Also das ist quasi eigentlich nur Linie auf die Rennstrecke und dann halt Kenntnis. Mehr ist es nicht. Da kommt Zeit, kommt Rad, man lernt alles. Man kann es lernen, sogar ich habe es gelernt, ein bisschen schneller zu fahren. Das hat auch lange gedauert. Aber ich habe es gelernt. Aber dadurch habe ich auch wieder verlernt, weil ich sehr, sehr lange nur im Streamen war und gar nicht gefahren hat. Und das merkt man, wenn man sich wieder in den Rig reinsetzt. So, eine fliegende Runde hat er jetzt. 36,2.
mit dir. Supersoft, das ist auch da, wo du hin musst, Samato. Ich hätte eigentlich gedacht, da kommt auch noch so ein, okay, voller Tank. Und hohen mittleren 35er Zeit hätte ich schon irgendwie eingeschätzt von Samato. Den habe ich ja ein paar Mal im Eventsrennen gesehen. Und da kann schon ein flotten Stiefel dahin brettern. So, Dexy Sweet immer noch auf 7, Harry auf die 8. Immer noch hart bedrängt hier von Arena Racer. Ja, mit 40er und 42er Zeiten. Was hat Arena Racer? 38er mit Medium-Reifen. Hat auch seine 11. Runde auf die Reifen jetzt, oder? Nee, der war ja frühzeitig in der Box. Der war ja in Runde 3 schon in der Box. Also, oh, Fahrfehler hier von Harry. Das gucken wir uns doch mal gerade an. Also hier unter Bedrängnis von dem Bremspunkt. Geht ein bisschen zu spät in der Bremsen und damit kommt er weit raus und das kostet Zeit. So, dann haben wir das auch noch mitgekriegt, wie Arena Racer da weiter nach vorne kommen. Harry, wie gesagt, einen Platz zurück auf Platz Nummer 9. Drei Beaks auf den Vormarsch, versucht jetzt die Rundenzeiten reinzuhämmern. 37,8, 37,4 und 38,5. Das ist quasi Fahrfehler. Wenn man von einer Runde zur nächsten Runde urplötzlich eine Sekunde langsamer ist. Harry geht in der Box, muss auch tanken in Runde Nummer 11. Ja, Spritfresse hier da ist dann. Da wurde er hart auf den Pin gestanden in der ganzen Zeit. Supersoft hatte er drauf. Was zieht er jetzt an? Das gucken wir mal gerade. Gorg, ich bin nicht gefahren, ich habe Spätschicht. Ich fahre erst nächste Woche. Genau, ich bin nicht gefahren wegen Arbeit, deswegen kann ich jetzt auch streamen. Hat wieder die Supersoft drauf. Okay, dann haben wir das noch mitgekriegt. Und Galaxies in Runde Nummer 12 geht er in den Box. War auf Supersoft. Denke mal, der Box, der geht auch. Creek geht rein. Auch wegen Sprit und auch auf die Supersoft. Chateau fährt noch eine Runde oder zwei, der hat noch Luft nach oben mit den AMG und Sanchez Gon ist der Gewinner dieses Ding hier, obwohl der hat schon sehr viel Sprit gefressen, was eigentlich außergewöhnlich ist für den Atenza. Normalerweise kann er ein bisschen länger gehen, aber okay, der hat hart gearbeitet. Galaxies geht auf die Medium, sehe ich jetzt bei Runde 13. Was Sanchez, na? Der geht nächste Runde rein. Schnapper, der hat auch noch Sprit über mit seinen Nissan. Reifen technisch, den hat er aber gemördert hier. Oder hat er ja so rumgerissen unten in der Hafenbecken, hätte ich fast gesagt, aber Hafenschikane. So wie die Reifen hier bei den Atenza abgefahren ist im Vergleich zu der Schnapper. Wenn wir das sehen da unten, diesen kurzen Unterschied, das ist schon extrem, was der Schnapper da mit den Nissan Reifen haushalten kann. So. Dreibix ist weder in seiner Runde. Der geht jetzt sehr wahrscheinlich wieder auf die Supersoft rein. Dann hat er auf jeden Fall seine 5 Runden und noch ein bisschen dazu absolviert. Und jetzt wieder nach vorne. Ja, dieses extra Boxenstopp mit den Motorschaden, das hat richtig fett Zeit gekostet. Dexys geht rein, Motorschaden. Ich denke mal, tippe Hafenschikane. Da brauchen wir nicht Wiederholung suchen. Das war sehr wahrscheinlich da unten. So, Chateau-Tai oder Chateau-Chakokai, Kakokai, Kakotai. Das muss er mir aber irgendwie mal erwähnen, schreiben, wie das ausgesprochen wird, sodass ich das weiß. Er geht jetzt in der Box. Sanchez ist da drinnen mit 1% Sprit, Schnapper. Was macht er jetzt? Der geht auch rein. Okay, aber schau mal den Spritvorteil. 12% hat er noch drin im Tank. So. Galaxies wird jetzt als Nummer 1 geerntet oder geahndet, weil der war in der Box, hat die Mediums drauf und hat die Flucht nach vorne jetzt. Und dahinter kommt der hier. Wo ist er? Samato, da ist er. Da ist er. Der ist jetzt auf die 2. Leider kriegt man hier in den Wiederholungen auch nicht den Abstand angezeigt. So dass wir sehen können, fährt er schneller, kommt er näher ran. Oder nicht, aber mit 36,3 als ein Uhrwerk und ich nehme Galaxies und gucke seine mit 36,9 war das zuletzt, dann hat er seine Boxenrunde und jetzt fährt er 1,40. Das hier ist jetzt der nächste Runde, dass er jetzt gerade rauskommt hier.
Ne? Wo ich sage, das ist eine Frage der Zeit. Aber wie gesagt, noch konnte man den Sir Mato hinten nicht sehen. Also eine Lücke nach hinten hat er schon rausgefahren. Arena Racer geht jetzt in der Box mit seinen Medium-Reifen. Er hat auch die Schnude voll von die Dinger und geht sehr wahrscheinlich auf Supersoft raus. Ja. Also, kriegen wir irgendwie da die rein in den Bild? Nee, der ist jetzt im Zeitlimit. Also, 1, 2, ja, da hat noch so 10, 12 Sekunden Vorsprung hat er noch. Schwierig zu rechnen. Ne? Also, da müssen wir den jetzt versuchen, irgendwie vom Hand zu zählen. Wenn er über die Zeitschleife kommt, dass man das irgendwie mitnehmen kann. Können ja probieren, ob wir das sehen kann, so dass man das einigermaßen mitkriegt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 7, 8, 5, 6, 7, 8 Sekunden ist der Unterschied und der fährt jetzt 35, 8. Galaxies mit 37, also in drei Runden kriegt er Besuch. Es war 20, ja, aber wegen Boxenstopp sind wir jetzt unten bei 7. Also das geht schon dahin. Das in drei Runden, denke ich mal, hat Galaxies ein paar weiße Leuchten in seinen Heckspiegel, dass er das dann sehen kann. The Greek ist jetzt auf die 3, hat etliche Runden gefahren, jetzt ist immer noch auf Supersoft, nach dem letzten Boxenstopp auch noch. Chateau Thai mit einer guten Zeit bei 41,5. Muss ich auch nicht wissen, warum. Okay. Sanchez war drin, hat wieder Supersoft drauf. Medium jetzt für den Schnapper. Arena Racer auf die 7, 3 Bigs auf Supersoft. Der will einfach jetzt nur nach vorne. Auf Platz Nummer 8 und startet auf Nummer Platz 2, glaube ich, dass es war, soweit ich mich noch dran erinnern kann. Ist auf 2 gestartet, aber Einschlag unten in die Hafenschikane in der ersten Runde hat ihn weit zurückgebracht. Harry Six wieder unter Beschuss, hätte ich fast gesagt, unter Druck, nachdem seinen Boxenstopp absolviert hat. Mit Superweich, Dexys auch mit Superweich, versucht jetzt irgendwie die Lücke, nicht die Lücke zuzumachen, sondern einfach vorbeizufahren. Das war, sind ein paar flotte Jungs hier unten in Liga 10, auch mit Medium seid ihr schon sehr, sehr stark unterwegs, auch mit Heckschaden, genau. Haben wir auch noch mitgekriegt, das war schon Hammerlammer. Alexander Roch, ja, eine Tüte Mitleid, da fährst du normalerweise nicht. Und normalerweise kannst du ein bisschen weiter vorne fahren, auch von deinen Rundenzeiten her, aber ich denke, du hattest auch einen Einschlag, ein bisschen Pech und ja, kommt das alles zu, aber man lernt. Deswegen fährt man auch in Afterwork Motorsport, also Afterwork Racing League, einfach um zu lernen, Spaß zu haben und eine Community, da fast alles runterhockt, was man alles sonst finden kann, weil alle halten zusammen, alle helfen einander mit Setups, mit Tipps, mit Trainings in verschiedene Partys. Das ist das Schöne an Afterwork Motorsport Community, dass keiner ein Problem damit hat, ein bisschen zu lüften, was man dann eingestellt hat am Auto, wie man die Linie, die Kurven fahren kann. Und unser Chef persönlich hat ja sogar auch noch Streckenguide auch noch gemacht hier in unserem Stream. So, das ist schon alles toll. Und deswegen kann ich nur sagen, bleibt hier in Afterwork Motor Racing League, weil ja, ich finde es einfach cool hier. Und natürlich, da habe ich die Ehre, ab und zu mal hier in von Studio 3 ein bisschen zu streamen. Besonders auch so eine wie Liga 10 hier, finde ich immer schön, dass es nicht immer nur die Top Dogs da rausgezeigt werden, sondern wir streamen alle unsere 10 Ligen. Punkt. Das ist unser Ziel, dass wir immer Streamer genug haben für alle unsere festen Ligen. So, Galaxy ist vorne. Mal gucken, wo ist der Mato? Also der geht jetzt in die Kurve rein und kommt raus. Dann gucken wir der Mato, der geht auch jetzt. Oh. Da reden wir über 5, 6 Sekunden. Das ist halt so. 5, 6 Sekunden ist es jetzt. Was konnte denn so gerade da hinten sehen? In einem Bild. Ja, das dauert nicht mehr lange.
dann ist Galaxy's Fast Food für Samato. Satotai auch wieder unterwegs mit Medium-Reifen, 38er Zeiten, also ein Grundzeit, 38,4. Also wie ein Uhrwerk, meiner Meinung nach, Sekunde zu langsam, wenn man Samato, aber okay. Die Jungs sind auch schnell da vorne, das ist das. Sanchez wird mit Supersoft wieder rausgegangen. Der muss diesen, also das muss er zumachen. Voll und ganz. Hier AMG mit Medium. Da hat er hier, der Sanchez hat nur eine einzige Aufgabe jetzt. Das ist da vorne das Ding da zu schließen. Er muss den AMG knacken auf diesen Setup, was er da jetzt hat, weil hinten raus hat er das unterlegene Auto, was Beschleunigung und Endgeschwindigkeit hast, aber dafür ein Kurvenspiel. Und da fährt die weiche Reifen, da heißt es nur eins, Devise nach vorne und Lücke zumachen. Und am besten auch so schnell wie möglich vorbeifahren. 37,1, was hat er jetzt? Hat Satotai? 38, der ist eine Sekunde schneller jetzt. Und dann kommt er hin. Arena Racer, ne, Alexandrov wird jetzt überrundet. Ich hoffe, dass die blauen Flaggen sichtbar war. Alexander war sehr schön Platz, super gemacht. So, und Sanchez macht der Ding zu. Ja, der macht auch seine Arbeit. Gut, dann gucken wir nach vorne. Also, Galaxy ist auf 1, da hinten kam er. Hier, Samato mit den drei Bigs wieder auf die 10. Was hat er denn? Jetzt hat er einen Motorschaden. Nö, da ist nichts. Da hat er einfach nur einen Netplatz gegeben. Gut. Also ist der Marze immer noch auf die 2. Klackt, so dass wir die Daten sehen kann. The Greek auf 3. Auch durch die Schikane. Da passiert auch eine sehr brav durchgefahren. Bloß kein Risiko eingeben. Satotai kommt jetzt unter Druck von Sanchez. Hier ist Atenza-Land, hier rein durch dieses kleine Geschlängel hier. Kein Riesenwackler, da kann er noch gefühlt 30 km schneller durchwüchsen. Unten auf das Bremspunkt, 5 Meter weniger als der AMG. Aber hier stirbt das Ding. Hier hochbeschleunigen, zieht der AMG wieder ein bisschen weg, bis es wieder ein bisschen bergauf geht. Dann kriegt der Atenza wieder Luft. Schnapper ist hier. Hält seine Rundenzeiten bei 39er. Da hat er eine böse bei 43, aber sonst, jo, alles gut. Das ist so ein schönes Ding, da kann man immer mit rechnen. Seine Rundenzeiten stehen wie Uhrwerk, lass mal sehen. 39,1 war es, 39,9. Okay. Arena Racer fährt auch die Zeiten, was ich eigentlich von ihm vermuten würde mit den AMG und Supersoft. Da muss diesen 36er auf Uhr stehen können. Muss da stehen. Kommt jetzt auch wieder. Ne, 37 tief. Naja, das ist sehr wahrscheinlich diesen Sicherheit durch diesen Hafenschikane. Da haben die alle richtige Bammel vor, weil die wissen, wenn das den falschen Einschlag eine Winkel da hat, dann ende ich wieder eine Box und das dauert 15 Sekunden extra, als normal da wieder rauszukommen, wegen Reparatur. Harry ist auf die 9. Alexandrov war jetzt in der Box, hat jetzt auf Superbike gewechselt. Schnellste, persönlichste Runde von Harry, jetzt mit 40,1. 3 Bits. Ja, der hat aber auch noch Rundenzeiten und jetzt hat er wieder einen Heckschaden. Das ist nicht sein Tag heute. Bestimmt nicht sein Tag und nicht seine Strecke. Alexandrov wieder raus, Supersoft raus, vollgetankt, neue Schlappen drauf, ready to run, soweit es geht. So, wir gucken mal gerade die beiden Hühner hier vorne. Ah, Mato kommt näher. 37,3, 36,5, also eine Sekunde. Sekunde pro Runde macht er gut. Das ist schon ein Aufruf. Das ist schon ein bisschen mehr, als was ich da zählte, was da anfangs kam. Kann man nicht ganz rechnen, so. Er ist jetzt unten bei diesen 5-6 Sekunden. Mit dem Medium 37,3, 36,9. Ja, da hat Galaxy das lange Bein nach vorne geritzt.
so dass er große Schritte machen kann. Und Samato hat das Nachsehen jetzt hier mit seinen Superweiche da mitzugehen. Da muss man schon auch die Beine strecken mit dem BMW. Nachteil ist halt Power unten raus und bergauf. Da hat er halt einen leichten Nachteil mit dem BMW. Aber dafür ist das ja ein, Entschuldigung in meiner Aussprache, aber ein Kurvensau in mittelschnellen Kurven. Also diesen Dinger hier, was er jetzt reinfährt, das ist nicht so richtig sein Ding. Aber hier, das ist mittelschnelle, wo du, so wie die Hafenschikane, da geht der BMW wie so ein Schnürchen da durch. Aber dafür ein bisschen vom Power her benachteiligt im Vergleich zu Galaxies hier mit seinem Corvette. Ja, das ist halt... Das ist halt ein Power-Orgel, und er hat so viel Kraft auf die Achse, das ist so Wahnsinn. Aber dafür ist er nicht so ganz kurvenfreundlich, aber wenn man das Setup richtig hinbastelt, kann man das Ding auch angenehm fahren. Ich habe es probiert, ich habe mich wirklich mit das Ding da auseinandergesetzt, und ich werde sehr wahrscheinlich nie ein Rennen mit dem Corvette bestreiten. Außer, dass es ausgelost wird in irgendein Event oder so, dass man den fahren muss, weil die Art und Weise, dass ich fahre, passt der Corvette und ich, wir passen nicht. Da ist da kommt kein Chemie hin. Es gibt nur Explosionen und Farbe und Rauchbomben. Das wollen wir nicht. So, Samato immer noch auf 2 Aufholjagd. The Greek auf die 3. Wir schreiben den 21. Runde von 36. Sanchez auf die 4. Ist an den AMG auch vorbeigegangen. Ich hätte auch nichts anderes erwartet, dass er den auffressen müsste. Chateau Thai immer noch mit 38,4, 37,8. Also dieses halbe bis eine ganze Sekunde schneller muss er gehen mit Super Soft, mit den Atenza im Vergleich zu einem AMG auf Medium-Reifen. Das muss einfach stehen. Schnapper, das ist unsere Hauptuhr. Mit seiner 38,3. Das läuft, das muss kommen. Dann haben wir Arena Racer hier mit Supersoft-Reifen, den AMG, in einem von tiefen 37er bis einem tiefen 38er. Mit einem leichten Fahrfehler drin. Das gehört dazu, dass man manchmal sowas macht. Dexys Weed, Supersoft, fährt wie ein Uhrwerk. Von 37,0 bis 37,7, alles dazwischen. Einmal ein Ausreißer bei 38,7, denke mal, da war wieder eine Überrundung, ein Verbremser oder sonstiges dabei, weil da hat keinen Schaden am Auto. Harry kann sich auf Platz 9 halten, kriegt jetzt blaue Flaggen gezeigt, 3 Beaks mal wieder in den Box, das ist echt nicht sein Wochenende oder sein Tag gestern. Wieder Totalschaden, und ich schätze mal, ich weiß nicht, ob er das abrufen kann. Wir gucken, ob es Hafenschikane. Nee, kann ich nicht abrufen. Zu weit nach hinten. Und Alexandrov immer noch. Still going strong. Versucht immer wieder, immer noch, sich da zu halten. Dass er dabei bleiben kann. Auf, ja, natürlich, als wenn er dabei bleiben. Aber das ist auch ein bisschen Erfolg. Also noch hat er 2 Punkte. Also plus. Weil. Das ist letzter, der 12. ist raus. Damit, ja, ist es dann leider so. Denke mal, wir haben da, wie war das, dass wir da verloren haben? Habe ich jetzt nicht auf dem Kopf, doch. Da fehlt doch hier Dings. Gucken wir gerade. Ja, Platz 12 am Start, das ist, was uns fehlt. Gut, wir gehen mal hier rein. So, Samato in der Box. Das heißt, Galaxies ist jetzt immer noch draußen mit seinen Mediums. Auf den jetzigen Stand muss er, wenn er nicht mehr in der Box will, 13 Runden auf die Supersoft. Das ist auch machbar. Greek auf 2. Auch auf Supersoft. Sanchez auf die Supersoft. Chateau Thai ist auf die Mediums. Samato geht jetzt raus, wieder mit Supersoft, weil er hat ja auf die Mediums gestartet. Ist immer noch auf die 5, hat dann nichts verloren, außer Luft nach vorne. Und diese Runde hier, der ist auch super wichtig, weil der hier fährt immer noch 37,2, 36,9. Also das ist purer Wahnsinn, was er aus dem Corvette hier raus
hol mit den Medium-Reifen, gerade hier in der Schikane, hier, wo man richtig viel Zeit verlassen kann, aber der fährt am Limit. Da war er ein bisschen sicher, da war ein bisschen safe, den Ausgang da, da hat er nochmal nachkorrigiert, weil er gemerkt hat, die Linie passt nicht richtig. Und das werden wir oben an Startziel, werden wir das auch sehen, dass sein Uhr nicht bei 37,1 oder 2 stehen bleibt, sondern ich vermute mal, da bleibt er ein bisschen weiter oben stehen, aber er geht in die Box, muss damit 12 Runden fahren. Und jetzt gucken wir The Greek, Sanchez, Chatotay, was die jetzt noch alle machen. The Greek von der Skunkworks bleibt draußen. Jo. Sanchez. Ja, 37,6, 37,9, 37,8 an Tänzer Speed. Chatotay geht in den Box. Samato war. Jetzt kommt das. Macht er das Ding? Galaxies ist raus. Kommt da raus. Was ist, wo ist die Lücke jetzt? Vorteil Galaxies. Er war schneller. Mahlzeit, Shadow of Storm. Mahlzeit. Galaxies war schneller in seinen Stint mit dem Medium-Reifen im Vergleich zu Samato. Der ist nämlich hier. Sehe ihn da vorne, aber das ist 6, 7 Sekunden. Wir haben Masterclock am Mikrofon. Immer. Wenn nachgestreamt wird oder es ein 4-Stunden-Event ist, es Masterclock, der hier streamt. So, wieder zurück zum Rennen. Danke dir, Shadow. Alles gut. So, was haben wir noch? 12 Runden haben wir noch. Und wir müssen gerade hier zu die Leute hier hin, da müssen wir nach kicken hier. Weil Boxenstopp steht bevor. Das ist halt so. The Greek hängt da noch einen Haken dran und sagt, eine Runde mache ich noch. Danke, Fury. Danke, danke. Ja, eine Runde. Ich hätte es gemacht. Also ich hätte da draußen geblieben, solange, dass ich die Runden halten kann, was er da jetzt macht hier mit das Ding. Der bleibt auch draußen. Jo, Sanchez, was macht er? Hat ungefähr denselben Level wie The Greek vorne. Problem ist, 38,2 hat er jetzt gerade gefahren. Bleibt da noch einen draußen? Weil Sanchez weiß, ich muss auf die Medium. Ich muss auf die Medium. Dann möchte er so lange hier draußen bleiben, wie überhaupt möglich. Galaxies, 39,6. Was hat er denn da gemacht? Hat er da einen schlechten Ding reingehabt? Ja. Das muss man schon denken. Da hat irgendwo einen fetten Fehler drin gehabt, weil 2 Sekunden langsamer. Aber Sanchez, das ist Fast Food jetzt für Galaxies. Das ist jetzt Fast Food. Das ist nur eine Frage der Zeit. Entweder mochte er den nicht, weil er in die Box muss und dafür hat er nicht Abstand genug, um das zu halten. Sanchez wird zurückgereicht und er muss auch noch Medium fahren. Ich liege auf Platz 2, Auto geht so genial, aber ich muss doch auf diesem Medium. Allein dieses psychologische Druck, das du in deine Birne hast. Nee, da bin ich froh, dass ich Streamer bin heute. Das muss man echt sagen. Also da bin ich schon froh drüber. So, Galaxy ist hier. Clock, gerade ein paar Werte hier rein haben. Galaxy ist auf Vormarsch. Was macht Samato? Kann er die Lücke dazu knallen? 36,1, 39,6, also 3,6. 3 Sekunden hat er schon reingerockt mit den M6. Frage ist, kann er hier in 11 Runden auch noch Galaxies ein bisschen unter Druck setzen? Also das wäre ja schön, wenn wir so einen Foto-Finish haben würde. Naja, wir werden es erleben. 11 Runden haben wir noch, Jungs. Greek ist in die Box gegangen. Sanchez ist jetzt draußen geblieben. Okay, Galaxies ist durch. Samato kommt jetzt hin. Und dann gucken wir oben auf das kleine Kart oben rechts. Ja. Also, zwischen Galaxies und Sanchez ist es jetzt eine enge Kiste hier. Das ist eine Frage von Kurven. Vor Galaxies da kurzer Prozess macht, sagt Fast Food mag ich. Und dann ist das Ding hier gerockt. Er wartet, bis wir runtergehen vom Berg. Hier wird er das noch nicht machen. Hier hat er Power. Hier muss er einfach hochbeschleunigen können, sich richtig im Nacken setzen. Unten in der Linkskurve bleibt er dahinter. Schlaues Kerlchen.
bleibt, bis er weiß, ab jetzt geht's geradeaus und dann können wir richtigen Pimps machen. Jetzt steht er voll auf dem Pin und bleibt dabei. Und jetzt geht's nur runter zum Haarnadel, dann nach rechts gehen. Was macht Sanchez? Macht er die Linie zu? Nein, macht er nicht. Der hat einfach nur brav seine eigene Raceline behalten und damit ist, ja, Galaxies wieder auf die 1 zurückgekommen. Sanchez ist jetzt auf die 2. Was wird der Rundenzeit? Da bin ich aber gespannt durch die Hafenschikane. Da kann der Tänzer auf jeden Fall mitmachen. Sollte er können, aber die fahren sehr brav dadurch. Die haben Angst vor diesem Wand da. Hier haben wir Samato auch heile durchgekommen. Und das ist eine Frage der Zeit, wann er um jeden Fall Sanchez fährt in der Box oder knallt noch eine Runde rein. Sprittechnisch würde ich sagen Box. Wir gucken mal gerade. Jo, da ist ein Box. Und daher hat Samato Free Air, No Dirty Air vor sich. Und da geht es hier um. Ja, die Mediums ist das, sind nicht das Gelbe vom Ei. Nö, das ist schwarzes Gold, halt nur schlechtes. Es gibt ja auch verschiedene Qualitäten vom Gold, meine ich. Ne? Also richtig 100% pures Gold oder halt nur Gold belegt. So lass mal sagen, schwarzes Gold und die Mediums sind dann halt nur Gold belegt. Eine Frage der Zeit, wann die richtig aufgehen, die Reifen. Ja, ich habe es gehört, das ist so wie Schmierseife, sie fahren mit die Dinger. Aber das ist gleich für alle und strategietechnisch hat, oder nicht strategietechnisch, ich sage mal, die Art und Weise, dass er damit umgegangen ist, war Galaxies auf dem Stint einfach schneller als Samato, obwohl Samato freie Fahrt hatte mit seinen Mediums. Da war nichts, der ihn gehalten hat. Aber jetzt hinten raus, nö, ja, ist es halt nicht mehr. So, Greek auf 3 gehalten, nach seinem Box. Schnapper ist jetzt auf die 4 vorgekommen. Unter massive Druck von Chatetai, aber Schnapper muss noch in die Box. Und Chatetai war in der Box und hat Supersoft drauf. Das ist halt wirklich, wann fährt man welche Reifen. Kommt auch dann natürlicherweise auch drauf an, wo man steht. Hat auch damit zu tun. Aber, oh, Schnapper mit einem Bremsfehler. Können wir den noch gerade aufkicken? Gucken wir gerade, ob ich den einfangen kann. Da ist er. Hat er verbremst. Boom. Frontschaden, Motorschaden. Boxbesuch ist vorprogrammiert. Ding dong. So. Durch die Hafenschikane, da ist noch ein bisschen weiten Weg damit. Schnapper ist hier, Arena Racer. Macht sehr wahrscheinlich auch die Lücke zu. Nee, das wird eng. Dexy ist auf die 8. Harry immer noch auf die 9. Mit Medium drauf und nicht vollgetankt, aber Sprit genug, so dass er nach Hause fahren kann. Und dann ist das Ding auch noch geritzt. 3 Bigs, unser Pechvogel des Tages, aber ehrlich. Nochmal, und den ich finde, den wollen wir dann nochmal sehen. Kann man den nicht sehen? Da, jetzt haben wir den. Komm, nochmal. Einmal noch. Bumm. So, jetzt haben wir ihn. Er tut mir echt leid. Aber wirklich, jetzt hat er auch gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Oh, war das ein Race-Quit? Ist er rausgegangen? Ja, der ist rausgegangen. Der hat gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll. Das war aber auch wirklich nicht sein Tag heute. Wirklich nicht. Der hat keine saubere Runde oder, lass mal sagen, 3 saubere Runden am Stück gekriegt. Der Samato, du hattest, du hättest keine freie Fahrt, das war Galaxy, der freie Fahrt hatte auf seinen Supersoft, weil du auf Medium war. Genau. Und du musstest da erstmal konntest du ein bisschen mithalten und dann hinten raus wurdest du dann überholt. Genau. Obwohl Galaxies 1 machen musste, das war erstmal abhauen, um dafür zu sorgen, dass er den Abstand gut genug machen kann, bis er auf die Mediums kam. So war das. Genau. Jetzt haben wir das richtig korrekt, jetzt haben wir das korrigiert. Bin ich richtig, Sir Mate? So meine ich das. Aber auf jeden Fall, Galaxies hat seine Arbeit richtig gemacht. Bislang 36-1 jetzt auf den Uhr. Samato 36-0. Er versucht das wirklich. Also der kämpft ja wirklich wie ein Löwe hier mit den M6. Er will dieses Ding da zumachen.
7 Runden hat er noch, also oder 6,5, lass mal da so sagen. Die kommen ja runter zu der Haarnadel vor der Hafenschikane. So 6,5 Runden haben sie, hat er noch. Kann nur hoffen auf einen leichten kleinen Fehler von Galaxies da vorne. Weil hier ist er durch die Hafenschikane, fährt den sehr safe. Bloß keine Chance oder Risiko eingehen. Samato kam da auch durch, genau. The Greek bleibt jetzt hier mit seinen Mediums auf die 38er Zeiten. Was macht Chatotai? Ja, nicht wirklich das Gelbe vom Ei. 37,5, 38,8 mit dem Supersoft. Da hätte er vielleicht eine Sekunde schneller fahren sollen. Und dann wäre The Greek vielleicht fällig. Sanchez ist hier auf die 5 Mediums und kann seine 38er Zeit halten. Das heißt, er kriegt es schwierig, hier Chatotai einzufangen. Arena Racer 36,9. Der ist jetzt in seine Linie reingekommen hier auf 6. Aber da hat einen weiten Weg, bis die beiden Dinger hier. Da hat er einen weiten Weg dahinter, um das aufzufangen. Schnapp auf die 7. Dexis hier auf die 8. Harry immer noch auf die 9. Alexandrox in den Box. Okay. Wieder Reifen gewechselt auf Supersoft. Die 5 Runden war genug auf Medium. Ja, aber Galaxies. 35,7 war sein Rückantwort auf Samato. Man soll denken, dass er das hier im Stream gehört hat, dass du ein 35,8 hatte in Runde Nummer 27. Weil in selbe Runde hat Galaxies nämlich auch schnellste Runde gefahren mit 35,7. Also ein Zehntel mehr. Also das ist schon Sahnekuchen, was ihr beide da vorne abliefern. Aber The Greek gibt auch nicht auf. Also der ist auch gut unterwegs. Der fehlt halt nur 2 Sekunden nach vorne. Aber okay, der hat auch die Mediums drauf und zieht die auf hinten raus. Das wird ihm kosten. Aber 6 Runden haben wir noch. Das Ding hier ist ja noch nicht geritzt. Ja, nur ein paar Leute, die in den Stream sitzen, kennen das Endergebnis. Ich nicht. So, deswegen kann ich ja immer noch da drauf bleiben. Und einfach gucken. Chatotai mit Supersoft, halbe Tank, reicht. Ist auch gerade auf persönlich schnellste Runde. Aber jetzt kommt Hafenschikane. Hafenschikane, Hafenschikane, Hafenschikane. Und danach kommt dann halt wieder nix. Außer eine Rechtskurve, Beschleunigung hoch zum Startziel. Und da kann man echt viel Zeit verlieren, wenn man nicht gut durch die Schikane gekommen ist. Das ist leider so. Hier ist er gut rausbeschleunigen. Da kann man auch ein bisschen mehr cotten hier oben. Schön über den Innenkörper kann man dann abschneiden. Das ist alles machbar. 37,5. Wie ein Uhrwerk. So, wir gucken mal gerade hier vorne. Was macht Galaxies? Checken mal gerade sein Auto, wie das so sprittechnisch aussieht. Reifentechnisch sehr, sehr gute Balance im Auto, muss man echt sagen. Aber was ich so sehen kann, ist es nur leicht linke Seite da ein bisschen mehr beansprucht wird als rechte Seite. Wir gucken Samato an. Dasselbe Reifenbild. Aber Samato hat mehr Spritverbrauch. Ja? Dann gucken wir hier The Greek. Ja, der ist auch vor kurzem in der Box gewesen. Supersoft nutzt ein bisschen mehr ab. Sanchez hat auch gute Reifen drauf. Also das ist alles nicht mehr, was man so richtig nachkicken muss, sondern einfach nur die beiden vorne sind da. Da gucken wir, wer da die schönsten Locken hat. Wenn der Frosch erstmal beim Friseur war, dann werden wir das rauskriegen. Also, 4 Runden noch. Galaxies vorne. Ich schätze mal, irgendwo zwischen 3 und 5 Sekunden sind es zwischen die beide. Und die Lücke zuknallen hat zur Marto mit 1,36,0 für Galaxies und 36,2 hat 2 Zehntel verloren. Denke mal, das ist, ja, Game Over ist es nicht. Man kann ja immer noch denken, vielleicht macht er noch einen kleinen Fehler da hinten. Samato muss eins machen, das ist Druck machen nach vorne, so dass Galaxies nicht merkt, dass er wegfährt, weil dann wäre er ruhiger. Also muss er eins machen, Samato muss immer noch voll am Limit gehen. Weil so macht der Galaxies unter Druck. Das kann man auch mit 5 Sekunden, kann man immer noch den Gegner vorhin unter Druck setzen. Weil man ja urplötzlich, manche haben das so damit, dass die auf eine Uhr gucken und sagen, oh Mensch, jetzt habe ich eine halbe Sekunde verloren. So, naja, ist doch nicht schlimm. Und dann fährst du weiter, nächste Runde, oh, Sekunde verloren.
Und dann fängt man nur plötzlich an, dass die Unterbuchse nass wird, weil man so ums Schwitzen kommt und sagt, ey, bloß in den Rhythmus wieder reinkommen. Ich muss meinen den und den Rundenzeit wieder fahren. Das ist halt, was man machen kann. Dieses psychologische Druck ist das, was man hier unter mit einem 4, 5, 6 Sekunden Abstand. Da muss man das versuchen, wenn man es kann. Oder man sagt, ich habe P2 safe, ich habe 25 Sekunden Vorsprung auf den Drittplatzierten, der hier, da kann man sagen, gut, ich nehme die Punkte mit für Platz Nummer 2 und dann haben wir erstmal das, was man braucht, um einen guten Basis für den Rest der die nächsten kommenden 7 Rennen hier bei Afterwork Racing League. So, The Greek of 3, Chapotai, oder wie man das sagt, Kashotai, Chakotai, ja, sind viele Varianten. Auf jeden Fall auf Platz Nummer 4, Sanchez, wie ich ihn nennen würde, hier mit einer Tänzer, flotte Aufgabe auf Platz Nummer 5. Damit Arena Racer ist auf die 5, nee, die 6 ist er jetzt gelandet mittlerweile. Dann haben wir Dexy Sweet von 15 Racing auf Platz Nummer 7. Wir haben Schnapper. Oh oh, mit Frontschaden. Galaxies durfte überrunden. Das ist schön. Und jetzt gibt er wieder volles Rohr. Ja, Frontsplitter, Aufhängung vorne links. Klassisch Einschlag irgendwo in irgendeine Schikane. Oder ein Verbremser. Samato ist auch flott vorbeigekommen. Harry geht in eine Box. 5 Runden mit Frontsplitter-Probleme. Und Mediums, ich denke mal, das sind die Supersoft drauf und dann geht's wieder raus. Alexandrov auf die 10. Wo ist er? Da oben. Oh, nö, das ist noch ein weiten Weg nach hinten. So, Galaxies, was sitzt er jetzt drauf? Was sitzt er jetzt drauf? Wer geht raus? Immer noch ein Medium wieder raus. Okay. So, Galaxies. Hat er vielleicht nur Auto repariert und sonst gar nichts gemacht? Ganz hinten, da ist er. Nö, da hat auch neue Reifen drauf gesetzt, aber weich. Da hat weich drauf gesetzt. Okay. So, Galaxy ist vorne, super weich. 36,6, letzte Runde. Mato 36,3. Ja, die Jungs beide da, die sind ja schon irgendwie auf einem Level, muss man ja so sagen. Aber der Galaxies hatte seinen Vorteil vom Anfang an, dass er halt ja, auf Soft gestartet ist vorne und einfach weggezogen sind. Das ist Galaxies sein Vorteil. Mato hat den Nachteil, weil er auf die Mediums gestartet ist und konnte die Lücke nicht schließen in den mittleren Stint, wo es Mato auf weich gegangen ist und Galaxies auf die Mediums. Da fehlen die 5 Sekunden, dass die jetzt so ungefähr als Abstand haben. Jo, The Greek auf 3, alles heile an seine Dose. 2 Runden haben die noch, die Jungs hier. Chateau, auch gute Arbeit von ihm auf die 4. Sanchez auf die 5, bislang auch gut gehalten. Ja, das ist die Mediums, da kannst du nicht so spät bremsen wie sonst. Da musst du einen Hauch eher machen. Kleiner Tipp, so Arena Racer auf die 6. Dexy Sweet, da ist er. Auch mit den AMG von 15 Racing unterwegs auf Platz Nummer 7. Schnapper mit Frontschaden und Aufhängungsschaden vorne links, ja, mit 39er Zeiten. Aber der hat sich gedacht, vorne ist Luft, hinten ist Luft. Ich schaufel jetzt das Ding hier und ziehe den mit nach Hause. Harry ist da hierbei. Alexandrov ist auch, kann ihn auch nicht unter Druck setzen. Also haben wir eigentlich nur hier, wo sich was bewegen könnte. 1, kommen jetzt auf Harry hoch. Harry macht schön flott Platz. Da hinten, da haben wir den. Der ist der Mate. Der beißt sich ja die Zähne raus. Also das Lenkrad in diesem M6, das ist sehr wahrscheinlich verbogen mittlerweile, so wie er da ranzieht, um die Kiste hier rumzuschleudern, um bloß irgendwo noch eine Zehntel oder 2 oder 3 zu finden. Menno, das kann doch nicht sein, dass der M6 das Ding da vorne nicht auffressen kann. Das ist eine Kurvenstrecke, das hier. Da, wo das diese Viper hier
mit der Korvette eigentlich noch gar nicht rumkommen kann. Das ist ja wie so ein Schiff, das du versuchen halt in einen kleinen Hafenanfall da reinzuknallen. Da war ein leichter Fehler. Safe raus. Da bleibt er auch. Samato versucht das. Also da beißt sich ja schon mittlerweile die Zähne raus, um da vorne hinzukriegen. Irgendwie muss es doch gehen. Es muss doch machbar sein mit der 1.6 auf so einer Strecke wie der hier, den Corvette da vorne aufzufressen. Wir reden ja nur um ein paar Sekunden. Also, letzte Runde ist eingeläutet. Das heißt, wir nehmen eine Aeron-Runde mit hier von Galaxy, sitzen uns da mal bei ihm rein, so richtig rein sitzen wir uns ihm und gucken, ob wir oben im Spiegel oben sehen können, ob da ein paar Lichter da oben kommen. Da sind so gerade ein paar Lichter. Hier rein, boah. Das ist ja immer noch am Limit. Also das ist nicht hier spartanisch, ich bleib mal safe. Nee, das ist volle Streckenbreite mitnehmen. Hier rüber rechts, gerade den Curb kann man noch nutzen. Hier lupfen und dann rein auf das Grüne kann man auch reingehen. Aber die Reifen sind ja auch langsam gut, sage ich mal. Ja. Da wird alles genutzt, was man da hinten hat. Was sagt Sir Marto hier dabei? Kann man auch da reinkommen mit ihm? Ja, das sind wir jetzt mit drinnen. Ganz raus auf das Rote, versucht die Kurve noch mehr aufzubreiten, dass man früher auf den Gas kommen kann. Das wäre ja ein enges Steifenkiste-Rennen hier am Ende. Wir gucken uns das mal gerade an. Hier haben wir den. Durch die Schikane. Der ist auch durch. Aber, ja, letzter Sprint. Letzte Möglichkeit. Kann er sich nicht verbremsen da vorne? Nö, der kommt auch rum. Und jetzt ist es nur Sprint zur Ziellinie. Wechselt das Kamera rum. Hier, blinke, blinke. Ich habe das Ding hier gerockt heute. Sir Marto wird Zweiter. Und dann gucken wir hin. Greek ist auch nicht unter Druck. Und wird dadurch auch Dritter, wenn er hier safe durch die Hafenschikane kommt. Also wir sind nicht fertig, vor wir fertig sind. Ja. To finish first, you have to finish first, sagt man auch. Aber hier, um den dritten Platz zu erreichen, muss er aber auch erstmal über die Start- und Ziellinie. Schnappe ist auch durch, der war ja überrundet. So daher Glückwunsch zum Podium von The Greek auf Platz Nummer 3. Starkes Rennen. Chateautail kommt jetzt hier hoch. Wo ist er denn jetzt auch Startziel? Sanchez kommt jetzt kurz dahinter. Platz Nummer 5 für Sanchez mit einer Tensor. Sehr, sehr saubere Arbeit. Arena Racer hat es versucht, kommt jetzt durch die Hafenschikane. Lass das Ding heile hier auf die letzte Runde. Und damit jetzt runter. Ein Bremspunkt, wo ist Dexys? Da kommt jetzt auch durch die Hafenschikane. Und dann haben wir die alle durch mittlerweile. Wir warten auch gerade, bis alles gerockt ist. Das wollen wir ja noch haben. Wir wollen immer, dass alle gezeigt wird, dass die über die Ziellinie fährt, so gut wie es machbar ist. Ding Dong. Und dann ist Arena Racer durch. Dexys warten wir noch drauf. Der muss noch hochbeschleunigen. Und somit haben wir alle durch. Ja, was ich jetzt machen kann, das kann ich euch zeigen. Ich mache ganz schnell hier. So, dass man das ist halt der Nachteil bei Wiederholung. Man kann nicht reingehen und die Ergebnisse sehen, etc. pp., was wir normalerweise immer in unserem Stream machen. Glückwunsch an Galaxies für ein sehr, sehr fetten Rennen. Fehlerfrei durchgeboxt. Coole Strategie. Hätte ich sehr wahrscheinlich auch so für mich gewählt, wenn ich gefahren wäre. Aber Mittwoch sitze ich wieder im Lenkrad und euch streame ich wieder Donnerstag. Außer wir finden einen Streamer, der dazu Lust hat, immer Liga 10 zu streamen. Dann ist er herzlich willkommen bei uns zu melden, wenn er dafür immer Mittwoch Zeit hat. Die nächsten 7 Wochen um jeden Fall. Und ja, Sir Marto auf Platz 3, The Greek auf 3. Glückwunsch an euch, sauber Rennen. Ich habe jetzt nur eins zu sagen, das ist halt tschüss, goodbye. Danke dafür, dass ihr in den Stream war.
schön für die ganze Zuschauer dabei war. Da waren ein paar Likes dabei auch noch. Ich bin happy, super froh und wünsche euch alle eine wunderschöne Woche und bis die Tage. Ciao, euer Master Clock. Danke an die Sponsoren der Afterwork Racing League, ohne die die Liga in dieser Form gar nicht möglich wäre. Ihr vermisst Seat im Spiel? Dann wendet euch an das Seat Autohaus Salzchecker, eurem kompetenten Ansprechpartner rund zur Automarke Seat. Gran Turismo ist schon hot, aber euch fehlt noch die richtige Würze im Spiel? Dann wendet euch an das Gewürzmalwerk von Marc Neuhaus mit seinen handverlesenen, handgemahlenen, exklusiven Gewürzmischungen. Ihr verbringt zu viel Zeit vor Gran Turismo? Dann besänftigt eure Frau und Kinder mit einer Kleinigkeit. Seht mal nach unter www.neophobica.com. Und zusätzlich zu unseren Hauptsponsoren bedanken wir uns noch bei den weiteren finanziellen Unterstützern der Afterwork Racing League. Auch du möchtest die Afterwork Racing League unterstützen? Dann nimm einfach mit uns Kontakt auf unter www.afterwork-motorsport.de. Only one of me to shield you all from the enemy. Sehr schön, zu dritt nebeneinander, in die erste rechts runter. Jawohl, atmen, atmen, nicht vergessen, sehr gut. Ging gut, sehr schön, wunderbar, schön gemacht. Marco, jetzt auf P3.